Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Maike Richter und ich begrüße euch zu unserer heutigen Let's Talk-Runde. Ja, Let's Talk ist ein Format von Chance Azubi. Ich glaube, viele von euch kennen Chance Azubi auch schon, weil Veranstaltungen bei ihnen in der Schule stattgefunden haben. Ja, also leider aufgrund aktueller Situation ist das Ganze ja zurzeit nicht möglich. Und da dann die Idee, ja, das per Video Chat sozusagen zu machen, und so ist dann Let's Talk auch entstanden. Uns gibt es insgesamt an 12 verschiedenen Standorten im gesamten Weser-Ems-Gebiet. Also das sind die Ausbildungsmessen, die ihr vermutlich kennt. Über 300 Aussteller sind dort vertreten. Ja, und aktuell haben wir halt verschiedene Ausbildungsbetriebe, die ihre Ausbildungsangebote dann hier online vorstellen. Chance Azubi gibt es übrigens seit April 2011. Dort, also zu dem Zeitpunkt wurde Chance Azubi gegründet. Und ihr kennt sicherlich auch die Website. Das heißt also, wenn ihr Dinge nochmal nachschauen wollt oder generell mal schauen wollt, welche Ausbildungsmöglichkeiten es bei euch in der Region gibt, dann schaut doch bitte nach unter chance-azubi.de. Hier könnt ihr, wie man das kennt, als Suchbegriff beispielsweise einen Ausbildungsberuf eingeben, dann gebt ihr eure Postleitzahl ein und könnt eine Umkreissuche machen. Und dann könnt ihr mal schauen, welche Betriebe in eurer Region den Ausbildungsberuf anbieten, für den ihr euch zum Beispiel interessiert. Ja, so viel erstmal dazu, zum Hintergrund von Chance Azubi. Und dann haben wir heute einen Gast, und zwar von Ela. Container ist das Herr Eilermann, und der möchte heute gerne über die Ausbildungsmöglichkeiten dort vor Ort ein bisschen erzählen und wahrscheinlich auch etwas zu seinem Werdegang und seiner Person. Herzlich willkommen, Herr Eilermann, hier heute bei Hallo. uns bei Let's Talk. Dann übergebe ich an Sie und ja, bin gespannt auf die Dinge, die Sie uns heute berichten. Und wie immer, ich sammle die Fragen und wir klären die im Anschluss dann. Okay, dann viel Okay, Spaß. super. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Richter, für die Einleitung. Ja, hallo zusammen, zum heutigen Format Let's Talk mit der Firma Ela Container, mit meiner Person. Ich würde einfach mal vorschlagen, ich stelle mich kurz vor, damit ihr wisst, mit wem ihr die Ehre habt heute Abend, beziehungsweise wer euch ein bisschen was über das Unternehmen erzählt, über Ausbildungsmöglichkeiten, über meinen Werdegang, weil der tatsächlich auch mit einer Option gestartet ist, die wir hier auch bei uns haben. Und dann erzähle ich euch ein Stück weit was über das Unternehmen nochmal und danach explizit über die Ausbildung und danach klären wir noch offene Fragen, ja, die Frau Richter, wie gerade angekündigt, schon sammelt. Genau, mein Name ist Lars Eilermann, ich bin 30 Jahre alt, komme gebürtig aus Lingen im Emsland und arbeite jetzt seit knapp 4 Jahren für die Ela Container GmbH in Haaren in der Personalabteilung. Kümmere mich dort hauptsächlich ums Recruiting und um die Personalentwicklung. Das sind so die beiden großen Bereiche. Und ja, unterstütze dann in diversen anderen Personalbereichen. Das heißt, ich unterstütze auch meine beiden Kolleginnen Nadine und Karina. Schöne Grüße an dieser Stelle, die sich normalerweise hauptsächlich um den Bereich Ausbildung kümmern. Findet ihr insgesamt die Kontaktdaten von uns auch auf unserem Karriereportal unter karriere.container.de, wo ihr uns natürlich jederzeit gerne kontaktieren könnt, auch außerhalb dieses Formats jetzt heute Abend. Genau, ich habe eingangs gesagt, ich erzähle über die Ausbildungsmöglichkeiten von Ela, weil ich auch mal sowas Ähnliches gemacht habe. Das stimmt, ich habe nach dem Abitur habe ich ein duales Studium gemacht im Bereich Betriebswirtschaft und genau, habe das dann abgeschlossen, war danach ein Jahr in der Arbeitswelt unterwegs und wollte dann allerdings noch gerne einen Master machen, habe den dann auch gemacht. Im Bereich Business Management, aber mit Schwerpunkt damals schon auf Personal und hatte dann das Glück, dass ich über eine Abschlussarbeit an die Ela Container GmbH gelangt bin, weil ich ein Interview mit dem Personalleiter geführt habe für meine Abschlussarbeit und danach konnte ich relativ unkompliziert hier anfangen. Das ist mittlerweile fast 4 Jahre her. Ich bin sehr, sehr zufrieden, konnte in diesen 4 Jahren sehr, sehr viel lernen im Personalbereich, in der praktischen, ja, im praktischen Personalbereich, nicht nur immer die Theorie, die man schon im Studium genießt. Und habe dann in diesen 4 Jahren auch die Ausbildung kennenlernen können. Das heißt, beziehungsweise die Ausbildungsbetreuung, ja, weil meine Kollegen bei mir im Büro sitzen und das dann mitbetreuen. Und ich habe die Rekrutierung von Auszubildenden auch
mit betreut. Das heißt, habe da einen guten Überblick, würde ich behaupten, über die angebotenen Ausbildungsbereiche bei uns im Unternehmen. Aber da nachher mehr, ja, über einzelne Berufe, die wir ausbilden. Was mit Sicherheit interessant für euch ist, wie läuft das ab? Ja, bin ich in einer Abteilung, bin ich in verschiedenen Abteilungen? Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten auszubilden? Aber dazu nachher mit Sicherheit mehr. Ich würde jetzt einmal damit starten wollen, dass ich eine Unternehmenspräsentation halte, nicht ganz trocken, sondern am Anfang klar, ein paar Zahlen, Daten, Fakten sind immer dabei, aber dann ein paar Bilder, dass ihr überhaupt mal wisst, wer ist Ela, was macht Ela und für wen oder bei wem würde ich überhaupt meine Ausbildung starten, egal in welchem Bereich. Dazu muss ich einmal eben kurz hier übergreifen. Und da sind wir schon, wenn es denn angezeigt wird. Genau. Ela Container, mobile Raumlösungen. Erstmal grundsätzlich, das Wort Container war immer ein Stück weit negativ behaftet. Wir stehen allerdings zu unserer Identität und nennen es natürlich auch mobile Raumlösungen, aber wir stehen schon dazu, dass wir halt das machen, was wir dann am Ende des Tages auch vermieten. Und das sind nun mal Container. Ja, grundsätzlich erstmal ein paar Daten und Fakten, beziehungsweise wer sind wir überhaupt? Diese Punkte haben wir relativ prägnant zusammengefasst, persönlich, direkt, funktional und nachhaltig. Alle auf ihre persönliche oder auf ihre Art und Weise sehr, sehr wichtig hier in der Unternehmenskultur. Das heißt, persönlich, wir sind ein ja, sehr, sehr persönlich angehauchtes Familienunternehmen. Das heißt, die Familie Albers ist an der Spitze, die auch das Unternehmen gegründet hat. Da komme ich aber gleich noch ein bisschen näher drauf zurück. Wir haben ganz, ganz lange Partnerschaften, sowohl mit Kunden als aber auch mit Lieferanten. Ja, das heißt, wir haben auch Lieferanten schon seit Stunde null, die den kompletten Weg mit uns gegangen sind seit der Firmengründung, ja, die fast 50 Jahre her ist, aber auch Kunden, mit denen wir ganz, ganz enge ja, Beziehungen pflegen. Ja, wir sind nicht so eingestellt, dass wir ja das kurze, schnelle Geld sehen, sondern wir wollen langfristige Kundenbeziehungen aufbauen, weil wir immer der Meinung sind, dass das deutlich, deutlich werthaltiger ist, als immer nur kurz Geld zu verdienen. Wir sind sehr direkt, das heißt, in unserer Ansprache sind wir sehr direkt. Das seht ihr auch auf unserem Karriereportal, wenn ihr euch da mal umguckt. Wir duzen uns alle. Ja, inklusive der Geschäftsführung werden hier alle Kolleginnen und Kollegen geduzt. Ja, was sehr, sehr angenehm ist innerhalb der Unternehmenskultur, macht das sehr, sehr viel Spaß. Wir legen auf eine ja, ausgeglichene, ausgewogene Unternehmenskultur hier sehr, sehr, sehr viel Wert, weil wir der Meinung sind, dass man einen Großteil einfach der Woche hier verbringt und dementsprechend soll man sich hier auch wohlfühlen. Ja, das geht natürlich nicht zu Lasten der Arbeitsleistung, aber man soll trotzdem sich hier wohlfühlen. Und das transportieren wir in alle Bereiche, egal ob es kaufmännisch ist, gewerblich ist, Ausbildungsstellen sind, Festangestellte sind oder sonstige Formen der Arbeitsverhältnisse. Funktional bedeutet, dass wir ein sehr, sehr funktionales Produkt haben. Wir können mittlerweile mit Containern alles machen. Es hat mal ganz einfach angefangen, ja, mit dem Stellen von Containern und dem Verkauf von Containern an Baustellen zu Gründungszeiten. Heutzutage ist aber tatsächlich alles möglich. Das heißt, wir haben diverse Verwendungszwecke über Büroanlagen, Kitas, Schulgebäude, Bürogebäude. Es ist alles möglich mit den Containern, wie wir sie jetzt momentan haben. Nachhaltig sind unsere Produkte per se, ja, dadurch, dass wir sie 25 bis 30 Jahre vermieten können, ein Container, je nachdem, wie gut sie behandelt werden. Aber trotzdem ist das natürlich ein Punkt, den wir auch in der Zukunft immer weiter im Auge halten wollen. Wir suchen beispielsweise auch gerade jemanden, der sich als Nachhaltigkeitsmanagerin oder Nachhaltigkeitsmanager 24/7, wie man so schön sagt, um den Bereich Nachhaltigkeit kümmert. Ja, einfach weil auch hier die Entwicklungen erkannt wurden, sodass wir dort zukünftig auch noch weiter Gas geben wollen, um sowohl unsere Produkte als auch unsere Prozesse und unser gesamtes Portfolio weiterhin nachhaltig gestalten zu können. Hier seht ihr nun ein paar Zahlen, ja, relativ prägnant. Wir zeichnen derzeit 950 Mitarbeiter in der Containergruppe. Wir kratzen an der 1000
ja, 1000-Mitarbeiter-Marke. Das wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall erreicht. Wir peilen eigentlich jetzt nächstes Jahr an, die 1000 Mitarbeiter zu schaffen. Containerbestand haben wir derzeit von 35.000 Containern in der Containergruppe. Dieser Bestand wird allerdings auch stetig erweitert. Wir haben eine sehr, sehr hohe Auslastung an Containern, was natürlich für uns sehr, sehr positiv ist. Aber wir könnten noch mehr Container verkaufen bzw. vorrangig vermieten, wenn wir noch mehr hätten. Deswegen sind wir fleißig dabei, auch weiterhin Container, ja, uns anzuschaffen von unseren Lieferanten, mit denen wir langfristige Kundenbeziehungen bereits pflegen. Lkw-Flotte haben wir eine relativ große eigene, das heißt knapp 70 eigene Lkw und dementsprechend auch ja, 75 bis 80 Lkw-Fahrer. Warum ist das hier aufgeführt? Weil das tatsächlich ein großer Servicepunkt für uns ist. Ja, wir bauen mit unseren eigenen Lkw-Fahrern die Container auf den Baustellen auf, ja, die das einfach das Wissen haben, das Know-how haben, wie werden Container aufgebaut, ja, wie werden sie vernünftig gestellt und dementsprechend können wir uns da schon abheben, dadurch, dass wir eine große eigene Lkw-Flotte haben. 16 Standorte sind wir mittlerweile weltweit, aber eine Standortübersicht haben wir gleich tatsächlich auch noch im Folgenden. Auf dieser Karte seht ihr die Standorte erstmal in Deutschland. Die Zentrale ist hier in Haaren im tiefsten Emsland, das heißt direkt an der niederländischen Grenze. Dazu haben wir noch Niederlassungen in Frankenberg, Billigheim, Großibner, Moosburg. Also das heißt, Frankenberg ist bei Chemnitz, Dresden, da die Ecke im Osten Deutschlands. Billigheim ist bei Heilbronn, Stuttgart. Großibner ist ja, von hier aus nochmal weiter Richtung Norden ein Stück weit und Moosburg ist direkt bei München. Ja, dazu kommen noch die beiden ja, weiteren Gesellschaften, die wir im Containerbereich betreiben, als separate Gesellschaften in Deutschland. Das ist die ELA Container Offshore GmbH, die sich um Offshore-Container kümmert, ja, zum Beispiel für Bohrplattformen etc. und die ELA Container Sales GmbH, die wir im September 2018 ausgegründet haben, die sich hauptamtlich um den Verkauf von Containern kümmert. Das haben wir ausgegliedert, weil sich bis zum, ja, September 2018 wir uns in der ELA Container GmbH um beides gleichzeitig gekümmert haben, um den Verkauf und um die Vermietung. Jetzt haben wir es getrennt. Die Sales GmbH kümmert sich um Verkauf und wir bei der ELA Container GmbH um die Vermietung. Das waren die Standorte in Deutschland. Dazu kommen noch einige weltweite Standorte, beispielsweise aufgrund der geografischen Nähe, selbsterklärend in den Niederlanden, aber auch beispielsweise in Litauen, Polen, Belgien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Russland und relativ aktuell Großbritannien und auch Österreich in Pettenbach, ein ganz, ganz neuer Standort. Das sind die Standorte, in denen wir Gesellschaften haben und auch Produktion. Ja, wir haben allerdings auch, also wir sind aber weltweit aktiv. Ja, wir haben auch in anderen Ländern Business Development Manager. Wenn ich da zum Beispiel an die Schweiz denke, da haben wir Kollegen, die sich dort um den Markt kümmern. Ja, und sind natürlich überall aktiv. Aber das sind jetzt wirklich die festen Standorte mit Unternehmen in den jeweiligen Ländern. So sieht's hier in Haaren aus, in der Zentrale, als Luftbild einfach mal, dass ihr mal die Größe abschätzen könnt, wie groß auch das Gelände hier einfach ist. Ist klar, das Produkt an sich ist relativ groß, deswegen brauchen wir relativ viel Platz. Bild ist schon ein bisschen älter, es sieht momentan ein Stück weit anders aus, aber wir entwickeln uns auch hier immer weiter, nur einfach mal als Bild, dass ihr euch mal vorstellen könnt, wie groß hier wirklich das Betriebsgelände an sich ist. Hier auf dieser Folie seht ihr mal so eine grobe Produktübersicht. Ja, das heißt, welche Produkte bieten wir überhaupt an? Premium-Container, Qualitäts- oder Sanitärcontainer, allem Schnipperpo. Ich will euch auch gar nicht hier mit den Containern, ich sag mal, volltexten, weil es soll ja um die Ausbildung gehen. Ich will euch eigentlich nur dafür sorgen, dass ihr einen Überblick bekommt, wo ihr überall eingesetzt werdet, weil das nachher tatsächlich relativ umfangreich ist. Und so denke ich, habt ihr schon mal einen groben Überblick, was es hier überhaupt gibt. Das sind so die beiden ja, Hauptcontainer, sage ich mal, die wir hier in der Vermietung haben. Das ist einmal der Premium-Container und einmal der Qualitäts-Allrounder, die sich hauptsächlich durch die Breite unterscheiden. Der Premium-Container ist 3 Meter breit, der Qualitäts-Allrounder ist 2,50 Meter breit. Das ist tatsächlich ein großer Unterschied. Auch zur Einführung des Premium-Containers war das ein sehr, sehr großer Unterschied, weil wir uns da gegenüber der Konkurrenz sehr, sehr gut absetzen konnten. Und ja, wir dann natürlich immer weiter auch Produktentwicklung suchen, mit denen wir uns von
ja, Konkurrenten absetzen können. Was uns momentan auch sehr, sehr stark ausmacht, ist, dass wir unsere Container im bestimmten Typ vierfach stapeln können. Ja, der Platz, die Grundfläche wird immer rarer, immer weniger. Das heißt, wir können dann aber in die Höhe gehen und bis zu vierfach Containeranlagen stapeln, was wir auch gleich beim Referenzbild noch einmal sehen werden, ja, wo tatsächlich der Fall eingetreten ist, dass wir eine relativ geringe Grundfläche hatten, aber dann halt in die Höhe stapeln konnten. Full Service von der Planung bis zur Montage vor Ort. Ihr werdet es auch kennen. Das ist so das Prinzip. Ja, man bestellt was und man will, dass es ankommt. Ich sage jetzt mal, wenn wir über den Onlinehandel zum Beispiel reden, ihr bestellt was bei Amazon, dann soll das euch geliefert werden und es soll einfach funktionieren. Und so ist es auch bei einem Großteil tatsächlich unserer Kunden. Ja, die bestellen Container oder fragen die an und dann soll es dementsprechend einfach funktionieren, sodass sie sich um nichts weiter kümmern müssen. Und wir decken die komplette Wertschöpfungskette ab. Das heißt, von der Beauftragung, nee, beziehungsweise erstmal von der Anfrage, wo wir dann auch Außendienstler hinschicken, Vertriebler, die sich anschauen, okay, wie ist die Bodenbeschaffenheit, was brauchen wir überhaupt für Container, wofür werden die genutzt, und die sich dann dementsprechend anschauen, ja, die und die Container brauchen wir und sobald es beauftragt ist, kümmern wir uns um die Produktion. Das heißt, wir bauen nach unseren Qualitätsstandards die Komponenten zusammen und danach werden die Container ausgeliefert beim Kunden und von uns beim Kunden aufgestellt und dann erfolgt eine Schlüsselübergabe und dann sind für üblich alle zufrieden. Anbei seht ihr nochmal ein paar Referenzen, das heißt Bilder von Anlagen, die wir so tatsächlich aufgebaut haben. Beispielsweise hier bei einem Kraftwerk, ja, für ein Revisionsgeschäft. Hier sehen wir einfach eine relativ große Containeranlage, ja, wo dann auf dem Gelände Büros gestellt werden, wo dann die Mitarbeiter für einen gewissen Zeitraum untergebracht sind. Das ist von einem großen Bauunternehmen in Lingen, ist eine Containeranlage, die haben ein Bürogebäude gebaut, aber brauchten für die Zwischenzeit eine Lösung, wo sie ihre Kolleginnen und Kollegen unterbringen konnten. Und dort haben wir dementsprechend diese Containeranlage gestellt. Wie ihr da seht, sind die Farben ein Stück weit angepasst auf das Unternehmens-CI dieses Unternehmens. Das ist auch uns auch immer möglich. Das ist die angesprochene vierstöckige Anlage aufgrund der geringen Grundfläche. Vier Stöcke konnten wir so stellen. Das ist auch etwas, was uns ausmacht. Kunde war sehr, sehr zufrieden damit, weil er nicht so viel Grundfläche brauchte, aber dann dementsprechend in die Höhe bauen konnte. Dass wir auch international tätig sind, sieht man hier. Das ist ein Projekt in Großbritannien gewesen für die Texo Group. Auch hier seht ihr, okay, andere Lackierung ist möglich, andere Folierung ist möglich, wie ihr da seht, Design Construct Maintain. Und ja, wir können das auch so ausliefern, wir können das dem Kunden auch so anbieten, dass es so designt ist, wie er es braucht. Und das Grundgerüst, sage ich mal, unserer Container ist immer das gleiche, aber im Design auch sehr, sehr flexibel. Das ist ein Punkt, der in den letzten Jahren immer mehr dazu gekommen ist. Das heißt, im Bereich Kitas und Schulen, das ist hier jetzt eine Kita. Ja, wie ihr seht, ist es nicht zwingend zu sehen, dass es Container sind. Komplettausstattung bieten wir mit an und achten natürlich dann, was ganz, ganz wichtig ist im Bereich öffentliche Ausschreibung, insgesamt im Bereich der Kitas, bieten wir natürlich das komplette auch Brandschutzkonzept etc. mit an, ja, dass wir uns da auch strengstens an alle Regularien halten. Sowas machen wir aber dann beispielsweise auch. Das heißt, das ist jetzt eine Wanderausstellung gewesen mit einem verglasten Container, wo man einfach mal schauen kann, dass ja, wie es dementsprechend aussieht. Also man kann es halt schon von außen sehen, wie die Ausstellung aussieht. Genau, vielleicht noch so ein paar Daten und Fakten zum Unternehmen, die ich eingangs nicht gesagt habe. Also wir wurden 1972 gegründet, ja, von Bernhard und Elisabeth Albers mit der Idee, auf Baustellen eine Möglichkeit zu liefern, Materialien und ja, Werkzeuge zu stellen und dann dementsprechend erstmal trocken, aber auch diebstahlsicher unterzubringen. Das heißt, könnt ihr euch so vorstellen, auf Baustellen wurde einfach ein Lagercontainer gestellt, ein Schloss vorgemacht und dann konnte er über Nacht abgeschlossen werden und am nächsten Morgen waren alle Materialien noch da, ohne dass was geklaut wurde. Das war so die Grundidee. Mittlerweile gibt es, wie ich eingangs schon mal sagte, ganz, ganz viele vielfältigste
ja, Verwendungszwecke, für die wir unsere Container benötigen oder auch brauchen, aber auch anbieten können. Ja, das geht eben über die gerade gesehenen Bürocontainer, über Kitas, Schulen, ja, bis über die klassischen Baustellencontainer, mit denen das Geschäft auch mit begonnen hat. Ja, über komplette Sonderbauten, die angefragt werden. Das ist alles möglich. Es ist, ja, es ist so ein bisschen, wir nennen es immer liebevoll so Lego für Erwachsene. Das heißt, wir können auch die Container ja nahezu unbegrenzt in verschiedensten Kombinationen zusammenstellen, so dass wir ja unseren Kunden so viel ermöglichen, wie es irgendwie geht. Nur das ist erstmal so zum Unternehmen Ela Container gewesen. Ich will, also könnte man mit Sicherheit Stunden drüber erzählen, aber das ist nicht der Hauptpunkt der heutigen Sitzung, des heutigen Formats, sondern die Ausbildung. Auf Ausbildung legen wir hier bei Ela Container sehr, sehr viel Wert. Wir glauben, dass das ein ganz, ganz wichtiges Gut ist, was man als Unternehmen hat und was man als Unternehmen vertritt. Das heißt, junge Menschen oder jungen Menschen die Chance zu geben, in verschiedenste Berufe reinzuschnuppern und in verschiedensten Berufen, ja klar, ihren Abschluss zu machen, aber auch Erfahrungen zu sammeln. Ja, aus diesem Grund bilden wir verschiedenste Ausbildungsberufe aus und suchen auch permanent Auszubildende für die einzelnen Berufe und wollen natürlich danach auch im besten Fall, dass die Leute, die eine Ausbildung bei uns gemacht haben, auch bei uns bleiben. Da sind zu nennen der Industriekaufmann, ja, der so die klassische kaufmännische Ausbildung bei uns ist, indem man einfach alle kaufmännischen Abteilungen durchgeht, durchläuft, mal, ja, ich sag mal, in einem Zeitraum von 6 Wochen bis 6 Monate, so ganz grob, ist man dann in einer Abteilung. Wir versuchen es aber, ja, ich sag mal, immer so im Durchschnitt 3 Monate zu halten, dass es genug Zeit ist, dass ihr euch einen Überblick über die Abteilung verschaffen könnt, aber auch nicht zu lang ist, dass ihr nachher nicht mehr die Möglichkeit habt, die Ausbildung, ich sag mal, in vollen Zügen zu genießen. Das heißt, dass ihr nicht jede Abteilung sehen könnt, weil einfach keine Zeit mehr da ist. Deswegen machen wir immer so 3 Monate. Im Bereich Industriekaufmann lernt ihr dann Abteilungen kennen wie die Buchhaltung, die Logistik, den Einkauf, unsere Auftragskoordination. Ja, das sind alles so Beispiele, wo ihr dort eingesetzt werdet und dann als Teammitglieder so behandelt werdet, dass ihr alles lernt, ihr könnt euch alles anschauen, aber ihr sollt natürlich auch voll mitarbeiten. Ja. Klar, mit Sicherheit wird man nochmal was kopieren müssen, ja, aber das muss ich auch noch und ich bin nicht mehr in der Ausbildung, aber wir legen schon sehr, sehr viel Wert drauf in der Ausbildung, dass unsere Auszubildenden überall Einblicke bekommen und auch überall mitarbeiten dürfen. Ja, dass es nicht langweilig wird und sie sich einen vernünftigen Überblick über die Abteilung schaffen können. Im IT-Bereich bilden wir Fachinformatiker für Systemintegratoren aus und für Anwendungsentwicklung. Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Ausbildungsberufe. Systemintegratoren, ja, machen viel im Bereich, ich sag mal, IT-Support, ja, Hardware aufsetzen, alles das, was man so auch tatsächlich aus dem im IT-Bereich, so im Privathaushalt, würde ich jetzt mal sagen, kennt. Der Bereich Anwendungsentwicklung, da geht es tatsächlich dann so, ja, um Programmieren und das sind so die beiden IT-Ausbildungen, die wir anbieten und wo wir auch permanent eigentlich Verstärkung suchen. Dazu kommt die Ausbildung zum technischen Systemplaner in Fachrichtung Stahl- und Metallbautechnik. Das heißt, unser Anspruch ist es, mit jedem Angebot an Kunden gibt es auch eine Zeichnung, ja, und diese Zeichnung von den Containeranlagen müssen dementsprechend angefertigt werden oder auch geplant werden. Und in den zuständigen Abteilungen hier intern setzen wir unsere Auszubildenden für technische Systemplaner ein. Ja, da kommt sehr, sehr viel auf räumliches Vorstellungsvermögen an oder auf ja, ein Stück weit auch Kreativität und natürlich dann beim Zeichnen mit den CAD-Systemen auch auf Genauigkeit, ja, weil sie dann nachher natürlich auch so zum Kunden gehen. Im Bereich Marketing bilden wir die Ausbildung zum Mediengestalter, Digital- und Print an Fachrichtung Gestaltung und Technik. Ah, da würden wir uns sehr über Verstärkung freuen. Es ist ein sehr, sehr schönes Feld mit einer ja, sehr, sehr tollen Abteilung im Hintergrund. Wie ihr seht, ist unser Markenauftritt sehr, sehr clean. Ja, wir sind sehr, sehr stolz auf unseren Markenauftritt und ja, man
also mal Aufgabenbereiche da sind, gestalterische Aufgaben, zum Beispiel jetzt im Personalbereich sowas wie Stellenanzeigen, ja, oder Beiträge für irgendwelche Zeitungen, für Chance Azubi Flyer beispielsweise, ist da auch, das kommt auch immer aus der Feder unserer Mediengestalterin aus der Marketingabteilung, und dort suchen wir dementsprechend auch Verschlitzung in Form einer Auszubildenden oder eines Auszubildenden. Im Logistikbereich bieten wir noch den Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung an, der dann die verschiedenen Facetten der Logistik bei uns kennenlernt, beispielsweise die Disposition. Ja, das sind die Kolleginnen und Kollegen, die dafür sorgen, dass unsere Lkw-Fahrer die richtigen Container zur richtigen Zeit an die richtigen Baustellen liefern und dort eingeplant werden. Im gewerblichen Bereich ist es bei uns so, dass wir einerseits den Elektronikerfachrichtung Energie und Gebäudetechnik anbieten und den Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik. Das sind auch die beiden Ausbildungen, die neben dem technischen Systemplaner für 3,5 Jahre angesetzt werden. Die anderen Ausbildungen sind alle über 3 Jahre angesetzt. Es gibt allerdings bei uns auch die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen die Ausbildung auf 2 bzw. 2,5 Jahre zu verkürzen. Zu den genannten Ausbildungen bieten wir in Kooperation mit der Hochschule Osnabrück am Standort Lingen auch noch 3 duale Studiengänge an. Das heißt einerseits den Bereich Betriebswirtschaft, andererseits den Bereich Wirtschaftsingenieurwesen und dann noch dazu den Bereich Wirtschaftsinformatik. Im Bereich Betriebswirtschaft lernt man hier auch alle kaufmännischen Abteilungen kennen. Das Modell ist ein bisschen anders als im Bereich Ausbildung. Grundsätzlich beim dualen Studium, im Bereich Ausbildung ist man 1 oder 2 Tage die Woche in der Schule und in der Berufsschule und den Rest im Unternehmen. Bei den dualen Studiengängen ist es so, dass es Blöcke sind. Das heißt, man ist 3 Monate im Unternehmen am Stück, 5 Tage die Woche, und dann ist man aber 3 Monate am Stück auch in der Hochschule, ja, und hat dann seine Theoriephasen. Im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen lernt man dazu auch zu den kaufmännischen Abteilungen auch noch die technischen Abteilungen kennen. Ich denke da so zum Beispiel an das technische Büro oder auch im Einkauf, den Bereich technischen Einkauf, ja, um den Bereich der Ingenieurstätigkeiten dementsprechend auch mit kennenlernen zu können. Der Bereich Wirtschaftsinformatik ist klassischerweise in der IT und im Bereich IT-Prozesse angesiedelt, ja, das heißt, dort lernt ihr aber auch die wirtschaftlichen Zusammenhänge dieser ganzen Bereiche kennen. Ja, grundsätzlich sagte ich eingangs, wir legen sehr, sehr viel Wert auf Ausbildung, ja, womit einhergeht, dass wir auch immer anstreben, die Auszubildenden bei uns zu übernehmen. Ja, wir glauben einfach, gut, man ist nicht 2, 2,5 oder 3 oder 3,5 Jahre bei uns, macht einen Ausbildungsabschluss und danach lassen wir die Leute gehen. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass ihr im Anschluss bei uns bleibt, und wir versuchen das natürlich immer so gut es geht zu ermöglichen. Genau, das erstmal grundsätzlich von meiner Seite zu Ela Container, zu Ausbildungsmöglichkeiten bei Ela Container. Und jetzt freue ich mich dann auf weitere Fragen. Ja, hallo, da bin ich wieder. Ja, hallo, Frau Richter. So, ja, eine Menge gelernt und ich guck mal eben, was hier so los ist. Fragentechnisch. Ah, okay. Gut, also grundsätzlich mal, also es sind ja wirklich die Vielfalt an Ausbildungsberufen, das habe ich so auch nicht gewusst, ist ja wirklich sehr umfangreich, was man alles bei Ihnen so lernen kann. Da stellt sich mir auf jeden Fall die Frage, bis wann müsste ich mich denn als Schüler überhaupt bewerben? Gibt es da einen bestimmten Zeitraum? Wie läuft das bei Ihnen ab? Also nehmen wir mal an, ich suche jetzt halt tatsächlich für nächstes Jahr auch eine Ausbildung. Genau, also wir haben festgelegte Bewerbungszeiträume auch immer fürs nächste Jahr. Das ist, ich meine, der 31. Oktober gewesen, auch für das kommende Ausbildungsjahr. Aber Okay. da wir zuletzt auch die Erfahrung gemacht haben, dass ja ein paar digitale Formate ein Stück weit auch im 4. Quartal erst stattgefunden haben, würde ich sagen, also wenn ihr tatsächlich für nächstes Jahr noch einen
Platz sucht in einem der genannten Bereiche, ja, reicht dann schnellstmöglich noch die Bewerbung bei uns ein. Ich würde dann mit den beiden angesprochenen Kolleginnen sprechen und wir würden dann diese Bewerbung noch mit prüfen. Ja, aber eigentlich sind die also die Bewerbungszeiträume immer am 31. Oktober für das nächste Jahr dann dementsprechend beendet. Okay, also muss man quasi sich schon Anfang Herbst auf jeden Fall bewerben. Ja, grundsätzlich Ja. sagt man oder sagen wir, im dualen Studium sind die Leute meist ganz, ganz früh. Die sind ja so 14, 15 Monate vor Start schon dann mit einer Bewerbung dabei. Aber wir haben auch in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass auch andere Berufe, also ja, man ist schon, ich sag mal, 10 bis 12 Monate vor Ausbildungsstart ist man immer schon gut dabei, wenn man dann seine Bewerbung mal losschickt. Also das würde ja für einige dann sogar bedeuten, dass sie sich jetzt so langsam bewerben sollten, wenn sie für 2022 eine Ausbildung suchen, ne? Ja, genau. Also ich sag mal so, Okay. die ersten Bewerbungen für 22 trudeln, ich sag mal immer so April, Mai, sage ich mal so. Hm, Dann gibt okay. es Bewerbungen für das dann kommende Jahr und dann ist man schon sehr, sehr früh dran, aber also zu früh gibt es eigentlich nicht so, ne? Das heißt, macht euch frühzeitig Gedanken, was ihr überhaupt machen wollt und schickt dann auch ruhig frühzeitig Bewerbungen raus. Jetzt ist das ja in den Schulen so, dass da tatsächlich häufig noch eine ganz klassische Bewerbung auch mit den Schülern erstellt wird. Ist das was, weil das haben wir jetzt von einigen Ausbildungsbetrieben hier schon gehört, die setzen eher auf die elektronische Variante. Wie ist das bei Ihnen? Also darf ich als Schüler eine klassische Mappe noch schicken? Ja, also man darf schon, man muss aber schon ganz klar sagen, dass uns auch die elektronische Variante lieber ist. Allerdings da auch tatsächlich aus rein pragmatischen Gründen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwo, ich sag mal, untergeht oder verschütt geht bei der Post zum Beispiel, einfach gegen null geht. So, ne? Das heißt, ja, klar, ihr könnt gerne eure Bewerbungsmappe noch auf dem Postweg zum Beispiel bei uns einreichen, aber auch sehr, sehr gerne digital, was den Bewerbungsprozess aber für euch auch einfacher macht, muss man ganz klar sagen. Wir schließen es jedoch noch nicht aus. Ihr solltet allerdings immer mal, egal bei welchem Unternehmen ihr euch bewerbt, eben drauf schauen, weil viele schon ausschließen. Das heißt, da steht dann irgendwie sowas wie, ja, Bewerbungen, die auf dem Post- oder Papierweg bei uns eingehen, können wir leider nicht im Bewerbungsverlauf mit einziehen. Deswegen schaut es vorher eben nach. Bei uns wäre das aber grundsätzlich noch möglich, ja. Ja, okay, das ist ja super. Wenn ich mich jetzt als Schüler online bewerbe, was brauche ich dann? Also muss ich tatsächlich noch ein Anschreiben und einen Lebenslauf auch digital dann hochladen oder ist das in Fragebogenform? Also wie müsste der Schüler sich vorbereiten, dass er zumindest weiß, welche Dateien er so ungefähr braucht? Genau, bei uns ist es nicht in Fragebogenform. Also es gibt so eine Maske, da trägt man immer nur so grob seine Daten ein und Hm. dann klassischerweise bei uns kurzes Anschreiben, indem ihr euch vorstellt, ja, indem ihr sagt, okay, vielleicht, wie seid ihr auf ELA aufmerksam geworden in unserem Fall oder warum möchtet ihr die und die Ausbildung machen? Wie seid ihr überhaupt drauf gekommen? Und dann Lebenslauf. Und auch da möchte ich ein Stück weit die Angst nehmen. Ja, also ihr seid fast ausnahmslos sehr, sehr junge Menschen. Deswegen wissen wir auch, dass ihr jetzt nicht 3 Seiten Lebenslauf haben könnt mit sonst was. Ja? Was ihr gemacht habt, es ist klar, schreibt gerne, was macht ihr gerne in eurer Freizeit? Ja? Wir wissen allerdings, dass es da keine, was weiß ich, 8 Fremdsprachen gibt und 15 Jahre Schon Berufserfahrung. un ja, wollte ich gerade sagen, unglaublich viel Berufserfahrung, genau. Genau, macht euch da keine Sorgen, ja. Und ich würde immer sagen, anschreiben, Lebenslauf und so, ja, vielleicht mal die letzten 2 Schulzeugnisse irgendwie. Ah ja, okay. Wenn jetzt die Bewerbung bei Ihnen landet und Sie die durchschauen, was sind da so die Dinge, worauf Sie besonders viel Wert legen? Also besonders viel Wert, kann ich jetzt tatsächlich nur für mich sprechen. Ich lege immer viel Wert auf, ja, Sauberkeit, sage ich mal, also in der Anfertigung der Unterlagen, weil es auch mit den heutigen digitalen Mitteln, ja, ich sag mal, gut prüfbar ist, ob man Rechtschreibfehler macht, ja. Bitte nicht, Ja.
Also jetzt, wenn da mal ein Zahlendreher drin ist, ein Buchstabendreher drin ist, dann ist das hier für mich jetzt kein K.O.-Kriterium. Wenn es allerdings irgendwie echt schwierig zu lesen wird, weil man in jedem Wort einen Dreher drin hat, dann finde ich es irgendwann, empfinde ich das als störend. Und worauf ihr auch achten solltet, ist, ihr werdet wahrscheinlich ja nicht nur eine Bewerbung schreiben, aber ihr werdet viel ja vom Anschreiben. Ihr schreibt ja nicht für jedes Unternehmen ein neues Anschreiben. Machen wir uns ja alle nichts vor. Ich war ja auch mal in der Situation, dass so, das heißt, man kopiert auch relativ viel, ja. Da achtet bitte drauf, dass ihr dann zumindest Unternehmensnamen und Ansprechpartner, ja, richtig habt, zum richtigen Unternehmen, ja, weil das ist dann eher immer unangenehm, wenn ich jetzt eine Bewerbung bekomme und da steht sehr geehrter Herr XY und ich weiß zufällig, dass sehr geehrter XY ein Personaler bei einem anderen Unternehmen hier in der Region ist, ja. Dann weiß ich, okay, das Anschreiben, das wurde kopiert. Ich meine, ich weiß das auch so, aber das sind so Kleinigkeiten, da achte Ja, ein ich drauf. bisschen Sorgfalt, ne? Ja. Und sonst, weiß nicht, ich finde es zum Beispiel immer cool, wenn man es selber unterschreibt, ja, das heißt, nicht nur einfach seinen Namen abtippen, drunter schreiben, sondern eben eine Unterschrift drunter setzen, einfach um dem Ganzen, ich sag mal, so eine persönliche Note zu geben. Und bei den Zeugnissen, worauf kommt es da an? Also, es kommt nicht auf Top-Zeugnisse an. Wir wollen natürlich schon so eine grundsätzliche Tendenz sehen. Allerdings da eher aus dem Grund, dass es in bestimmten Bereichen oder bestimmten Ausbildungsberufen sind, ja, oder hat sich aus der Erfahrung heraus gezeigt, wenn man in, ja, ich sag mal, bestimmten Feldern, bestimmten Fächern schon so ein gutes Feeling für hat, dass es dann danach einfach macht. Aber wir sprechen auch lieber dann eher mal mit den Leuten, als dass wir per se nur über Noten aussortieren. Okay, gut. Ja, also spinnen wir das mal weiter. Nehmen wir an, die Bewerbung wurde jetzt für gut befunden. Wie läuft das Verfahren bei Ihnen jetzt weiter? Was ist der nächste Schritt? Sie sprachen gerade schon an, das wird mit den Leuten auch persönlich gesprochen. Also passiert das dann direkt oder gibt es noch einen Zwischenschritt? Nein. Also, ich erzähle es jetzt mal in zwei Versionen aufgrund der aktuellen Lage, wie wir es eigentlich machen und wie es eigentlich auch echt gut ankommt oder angenehm ist und wie wir es jetzt halt jetzt gemacht haben. Also eigentlich ist es so, dass wir dann prüfen und dann treffen wir eine Vorauswahl. Ja, irgendwie müssen wir es ja machen, auch bei dem Ja, Woostern klar. bewerten, der einfach angeht, eingeht. Da treffen wir eine Vorauswahl und schauen dann, wer könnte passen. Dann machen wir Da laden wir ein zu sogenannten Gruppengesprächen. Das ist ein Gespräch, wo 3 bis 5 Personen gleichzeitig eingeladen werden. Es hört sich jetzt ein bisschen an wie ein Assessment Center, ist es aber nicht. Ja, wir machen das tatsächlich, weil sich gezeigt hat, dass vor allem ganz junge Menschen, irgendwie mit 16, 17, wenn die dann im Vorstellungsgespräch vor 2 Personalern sitzen, ja, es ist schon teilweise einschüchternd, muss man ganz klar sagen, kann ich aber auch verstehen. Ja, ich war auch mal in der Situation und so jung. Das heißt, das ist was ganz Normales. Das heißt, wir machen dann so Gruppengespräche, da ist man ja, zu dritt oder bis zu 5 Personen, ja, 2 Leute dann aus der Personalabteilung und dann stellt man sich da vor, dann bekommt man 2 kleinere Aufgaben, die man aber sehr, sehr gut lösen kann, wenn man sich zum Beispiel auf unser Unternehmen als kleiner Tipp ein bisschen vorbereitet hat, ja, und dann stellt man das in der Gruppe vor, ja, was uns da ganz, ganz wichtig ist, das sagen wir auch immer eingangs bei den Gruppengesprächen, es ist kein Konkurrenzgespräch, das heißt, es ist beispielsweise so, wenn da jetzt 4 Leute sind und an diesem Gespräch teilnehmen, dann kann es auch am Ende des Tages sein, dass wir alle 4 nehmen oder dass wir gar keinen nehmen, ja, das heißt, es ist nicht so, okay, aus jeder Gruppe nehmen wir zwar maximal 2, das ist definitiv nicht so. Ja, und dann, ja, dann lernt man schon mal andere Kandidaten kennen, man stellt was gemeinsam vor, dann erzählen wir ganz, ganz viel noch im Detail über die Ausbildung und dann hat man am Ende dieses Gesprächs, was wir immer so für 2 Stunden ansetzen, hat man noch 5 bis 10 Minuten ein kleines Einzelgespräch, ja, wo man dann noch mal selber Fragen stellen kann, die man vielleicht in der Gruppe nicht stellen wollte und wo wir noch mal 1, 2 Sachen nachfragen. Aber also es ist jetzt kein Einstellungstest im klassischen Sinne. Okay. Wir Alles schauen klar, dann, ja. wir schauen Entschuldigung. dann,
Nee, ich hab Sie unterbrochen, Entschuldigung. Wir schauen dann aber tatsächlich eher dazu, wer passt so zum Unternehmen, weil auch da machen wir uns noch nichts vor. Man will eine Ausbildung oder ein duales Studium machen, um was zu lernen. Ja? Und was sollen wir die Leute vorher groß abfragen in bestimmten Bereichen? Ja? Die machen ja eben die Ausbildung, damit sie das in 2 oder 3 Jahren be beantworten können und nicht zum Tag X Forschungs. Ja, und so machen wir uns eigentlich immer einen Eindruck über die Personen an sich. Könnten die zu unserem Unternehmen, könnten die zum Team passen? Weil es ist auch so, beispielsweise, dass unsere Auszubildenden, die haben momentan natürlich alles auf Eis gelegt, aber die haben einen Aufenthaltsraum, wo die aus den verschiedensten Abteilungen dann auch gemeinsam zum Beispiel Mittag machen. Ja, weil man hat ja auch in der Ausbildung auch mal ältere Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht auch mal andere Themen in der Pause besprechen, als man selber jetzt besprechen würde, wenn man, keine Ahnung, die letzte Folge vom Bachelor lieber besprechen möchte, ja, dann die etwas älteren Kollegen vielleicht nicht. Ja, deswegen unsere Azubis machen immer ganz, ganz viel gemeinsam. Und das ist uns auch wichtig. Und es ist dann uns da natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir dadurch die Chemie nicht stören, dass die Leute da einfach reinpassen. Ja. Genau, ich habe eingangs gesagt, wie es dann momentan abgelaufen ist. Momentan aufgrund der aktuellen Situation haben wir unseren, ja, ich sag mal, Personenverkehr hier natürlich im Bereich Face-to-Face-Kommunikation auf ein Minimum runtergefahren. Deswegen wir diese Gespräche leider genau wie die Chance Azubi oder das Let's Talk Format digital machen. Ja, das haben wir dann aber in der Form gemacht und haben dann mit den Leuten direkt einzeln gesprochen und ja, das über diese digitale Version gemacht. Ja, irgendwie muss man da jetzt sich zu helfen wissen, ne? Ja. Genau. Okay. Und so ganz grob, weil Sie haben ja nun sehr viele Ausbildungsberufe. Wie viele Azubis stellen Sie dann ungefähr ein zum 1.8. im nächsten Jahr? Also es ist tatsächlich, also wir haben schon ein paar eingestellt jetzt für den 1.8., weil unsere Bewerbungszeiten ja eigentlich schon vorbei sind. Also es kommt immer darauf an, weil wir setzen uns da auch kein Limit. Ja? Wir sagen dann lieber, wenn wir passende Kandidaten haben, dann stellen wir die auch ein, weil wenn wir uns ein Limit setzen würden, ich sage jetzt mal auf 10 Azubis und dann haben wir aber noch einen 11. und der ist super und wir sagen, Klasse zu uns und dann müssen wir aber sagen, sorry, wir haben schon alle Ausbildungsplätze voll. Ja, das würden wir sehr, sehr schade finden. Deswegen setzen wir uns kein Limit. Es ist irgendwann klar, dass wir auch aus Kapazitätsgründen nicht mehr aufnehmen können. Aber so ein striktes Limit setzen wir uns eigentlich nicht. Okay, gut. Noch ein Tipp für Schüler, die irgendwie noch so ein bisschen hin und her gerissen sind, ein bisschen unentschlossen sind. Was würden Sie denen noch mitgeben auf dem Weg? Also, ich würde euch mitgeben, nutzt im Vorhinein. Also, wie gesagt, wenn ihr jetzt natürlich kurz vor Abschluss seid, dann bringt euch der Tipp jetzt nichts mehr. Nutzt im Vorhinein die Möglichkeit, Praktika zu machen. Ja, sucht euch da schon Praktika aus oder Praktikumsplätze mit Berufen, die euch interessieren. Ja, und nicht nur, ja, Mama, Papa, sonst wo ist in dem Betrieb und da kriege ich ganz leicht einen Praktikumsplatz. Eigentlich interessiere ich mich da gar nicht für. Nutzt die Möglichkeit, Praktika zu machen ja, in Bereichen, die euch schon von vornherein interessieren. Nutzt vielleicht auch mal oder fragt mal bei Unternehmen an, wenn ihr irgendwie jetzt nur 2 Schulpraktika zum Beispiel habt über euren gesamten Schulzeitraum, einfach mal einen Ferienjob oder sonst was anfragen in den Sommerferien. Es sind 6 Wochen. Manche Unternehmen bieten noch das an, dass man einfach mal reinschnuppern kann in bestimmten Bereichen eine Woche. Ja, wir haben das auch schon gemacht, ja, bei Leuten, die unentschlossen waren, dass sie einfach mal eine Woche hier durchs Unternehmen gehen können, verschiedene Abteilungen kennenlernen können, um sich ein besseres Bild zu machen. Ja, nutzt gerne auch mal so die Berufsberatung der Arbeitsagentur, einfach weil man gar nicht weiß, welche Ausbildungsberufe gibt es überhaupt. Ja, man ist da logisch, Ja. ne, man ist da ganz, ganz oft geprägt. Machen wir uns auch nichts vor, war ich auch durch das familiäre Umfeld. Ja, Papa, Mama, Schwester, Bruder hat das gemacht. Oh ja, beschäftigt euch damit, was es eigentlich für eine Vielfalt an Ausbildungsberufen gibt. Und ja, informiert euch einfach. Und was ich natürlich immer als Tipp geben kann, auch wenn das momentan ein bisschen schwierig ist, besucht die Messen, besucht die Chance Azubi, besucht Jobmessen. Da gibt es immer super viele interessante Unternehmen, super viele Leute, die euch echt gut was über Ausbildungsplätze erzählen können. Das könnt ihr auf jeden Fall immer machen und das würde ich immer als Tipp mitgeben.
Okay, super. Ja, so jetzt so langsam zum Ende hin noch eine etwas persönlichere Frage. Sie haben ja eingangs auch was zu Ihrem Werdegang gesagt. Würden Sie den Ja. Weg tatsächlich noch mal so einschlagen oder würden Sie Schülern heute was anderes empfehlen? Ich Also von Ihrem würde den, Berufsweg her, ja. genau, ich würde den, den Weg im Nachgang ja tatsächlich nochmal so einschlagen mit einer Einschränkung. Ich habe tatsächlich damals im Bachelor im Schwerpunkt den Bereich Logistik gewählt, weil, und da muss ich mich jetzt, shame on me, weil das in meinen Augen damals der Weg des geringsten Widerstands war, ja, und das würde ich Tage, also jetzt mit der Sicht jetzt nicht mehr machen. Da hätte ich mich damals schon für Personal entschieden, weil ich das Feld, in dem ich jetzt auch arbeite, sehr, sehr interessant finde, auch damals sehr interessant fand. Also da, ja, ich würde es nochmal genau so machen. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr Lust auf den Bereich habt, haltet daran fest und macht das. Das hätte ich damals im Bachelor vielleicht auch machen sollen. Mittlerweile bin ich aber sehr, sehr zufrieden über den Weg, den ich gegangen bin, ja, und bin froh auch, dass ich das duale Studium gemacht habe, kein Vollzeitstudium im Bachelor, weil ich da schon sehr, sehr viel Einblicke in Unternehmen bekommen habe, ich nachher nutzen konnte. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hat mich da natürlich auch ehrlicherweise darin bestärkt, im Personalbereich tätig zu werden, weil ich eben nicht nur die Hochschulvorlesung hatte, sondern auch wirklich Personalarbeit im Unternehmen kennenlernen durfte. Und dementsprechend, ja, ich würde die Entscheidung bis auf die ganz kleine Einschränkung nochmal treffen. Ja, super, alles klar. Ja, abschließend, das wäre dann jetzt auch meine letzte Frage. Gibt es noch was, was Sie noch irgendwie ja, nochmal hervorheben wollen oder so als letztes vielleicht sagen, oh, das wäre noch wichtig an dieser Stelle nochmal hier zu platzieren? Gibt es da noch irgendwas so abschließend? Genau, nur das, was ich gerade schon gesagt habe, überlegt euch, was ihr macht. Ihr trefft auch immer eine Entscheidung für die Zukunft, für mindestens 2 Jahre. Informiert euch gut, nutzt die Möglichkeiten, die ihr auch mittlerweile mit dem Internet habt, über Chance Azubi Digitalveranstaltungen beispielsweise. Schaut nach, welche Ausbildungsberufe es gibt. Wenn ihr Rückfragen habt, das kann ich auch nur anbieten, könnt ihr jederzeit gerne euch bei uns melden, bei Nadine, Carina und oder mir. Ihr findet unsere Kontaktdaten auf unserem Karriereportal. Meldet euch auch da als Angebot, wenn ihr jetzt Bewerbungsunterlagen habt und ihr wisst nicht so richtig, oh, sind die gut, kann ich vielleicht noch was besser machen, schickt uns die einfach zu. Auch wenn ihr euch nicht bei uns bewerben wollt, ja, schickt die einfach zu in der E-Mail. Moin, könntet ihr da einmal drüber schauen und mir irgendwie noch mal Tipps geben, ja, was ich anders machen kann, gerne rüberschicken. Adresse ist immer Vorname, also beziehungsweise in meinem Fall lars.eilermann@container.de. Schickt mir das rüber, ich gucke es mir gerne an, korrigiere das und schicke es euch dann zurück. Ja, super. Also ich glaube, da ist vielen Schülern sehr mit geholfen, weil gerade das ist, glaube ich, auch was, wo viele Schüler so Berührungsängste haben, die erste Bewerbung schreiben und ist das alles so richtig? Ja, Ja. super. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten heute. Ich habe wieder eine ganze Menge gelernt, viele Eindrücke gekriegt und wusste tatsächlich nicht, wie umfangreich bei Ihnen die Ausbildungsmöglichkeiten sind. Das finde ich ganz klasse. Also da ist ja fast für jeden was dabei, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist ja echt super. Genau. Ja, und allen anderen Zuschauern wünsche ich auf jeden Fall, natürlich auch Ihnen, Herr Eilermann, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und wir sehen uns wieder. Tatsächlich, jetzt muss ich mal eben auf meinen Spickzettel gucken, wo habe ich denn den? Wir sehen uns wieder am 12. Januar. Das ist unser ja, erster Let's Talk-Termin im neuen Jahr. Gewohnte Uhrzeit ist auch wieder ein Dienstag und dann mit Amcon Software GmbH. Die ja, werden dann über Ausbildungsmöglichkeiten in ihrem Betrieb informieren. Alles klar. Dann ja, allen noch einen schönen Abend und vielleicht sehen wir uns im neuen Jahr dann hier wieder. Schönen Abend, frohes Fest und bis dahin. Jo, tschüss. Tschüss.